die Nerven gehen. Dafür sind die Peacekeeper so diszipliniert. Was hast du dir nur dabei gedacht? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der einen Auftrag so gut macht. Sind die Bist du Imker oder Brauer? Beides. Das ist das Geheimnis meines Doppelbocks. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass Bier in der Stadt meistens wie Pisse schmeckt. Nur, das nicht ganz unrecht. Genau das meine ich. Keiner versteht mehr was von gutem Geschmack. Überrascht dich das? Tatsächlich sind die sogenannten Brauer heutzutage alle verfluchte Amateure. Und du bist Profi, nehme ich an. Aber sowas von. Gerade ist auch eine gute Zeit für meine Zunft. Die Nachfrage nach Bier ist höher als je zuvor. Brauer ist in den Top 10 der stabilsten Jobs in der Stadt. Direkt nach den Bestattern? Der war gut. Ich habe mich völlig meiner Hefe verschrieben. Und meinen Bienen natürlich. Deinen Bienen? Ja. Kennst du die Geheimzutat des besten Biers der Stadt? Neben Liebe natürlich. Ich nehme an, du wirst es mir gleich sagen. Honig. Und für den besten Honig brauchst du auch die bestgenährten Bienen. Apropos, kannst du mir vielleicht mit meinen Bienen helfen? Ihnen etwas Zucker geben? Ich habe meine eigenen besonderen Bienenstöcke in der Gegend sehr hoch angebracht, um sie vor Dieben zu schützen. Ich kann's versuchen. Wo genau sind die Bienenstöcke denn? Zuerst musst du die Zuckerpakete finden. Ich habe sie in der Nähe platziert, um sie zu verfüttern. Wenn du die Pakete findest, findest du auch die Bienenstöcke. Es gibt drei, die alle nah beieinander liegen. Der erste befindet sich auf einem Dach in der Nähe.
Wenn du in die Richtung des Hauptterminals blickst, kannst du ihn sehen. Der zweite befindet sich auf dem Dach des Hauptterminals unter dem großen Turm mit dem Peacekeeper-Banner. Der dritte befindet sich auf dem Main-Terminal, direkt neben einer der Statuen. Sei bitte schnell. Das Geschäft läuft so gut, dass ich sie in letzter Zeit vernachlässigt habe. Sie verhungern wahrscheinlich gerade. Ich denke, ich bin... Doch eher ein Brauer als ein Imker. Ah, ein Zuckerpaket. Ich kann Baraks Bienen vor dem Verhungern retten. Ein weiteres Zuckerpaket für die hungrigen Viecher von Barak. Thank you.
Das dritte Zuckerpaket. Das sollte dem Hunger den Stachel ziehen. Mission fast abgeschlossen. Ich, Kumpel. Mein Waffen hinzuzufügen. Fertig. Deine Bienen werden überleben. Fantastisch. Danke dir. Hier ein Souvenir für deine Mühen. Solltest du mal wieder in der Nähe sein, kannst du mir gerne nochmals helfen. Meine Bienen sind ziemlich gefräßig. Ich bin stolz, diese Uniform zu tragen. Du musst blau tragen, um hier was zu trinken zu bekommen, Zivilist. Ich habe nichts gesehen. Lass mich einfach gehen. Sophie, ich bin drin.
aber von Barney noch keine Spur. Du musst ihn finden. Er ist da irgendwo, ganz sicher. Ich suche ihn. Schnell. Sophie, Aiden hier. Ich habe ein Funkgerät gefunden. Und eine Leiche. Ein Mann. Ein Weißer. Mit Glatze. Tut mir leid, Sophie. Das ist nicht Barney. Das ist Kojak, einer von uns. Barney muss in der Nähe sein. Jetzt tun? Barney, bist du das? Wer zur Hölle bist du? Sophie schickt mich. Ja, klar. Und ich bin General der PK. Mir egal, wer du bist. Verpiss dich! Das sind unsere Kristalle. Kapiert? Du kriegst... Barney, mach auf! Zisch ab! Sophie, ich habe Barney gefunden, aber er hat sich in einem Raum eingeschlossen. Arsch. Versuch einfach, mit ihm zu reden. Ich versuch's. Barney? Geh wieder dahin, wo du herkommst! Deine Schwester macht sich Sorgen um dich. Hey, pass auf! Lass Sophie da raus! Aber es ist so! Hast du ein Glück, dass ich zu tun habe, du Pisser! Barney? Ich zähl bis drei. Eins. Zwei, drei! Verzieh dich, verdammt! Du kriegst von mir gar nichts! Verdammte Scheiße! Na toll.
Tony! Okay, das war's. Sind sie weg? Ja, die schnappen ein wenig Luft. Deine Schwester hat erwähnt, dass du ein Dickkopf bist, aber von Idiot hat sie nichts gesagt. Hey, dafür sollte ich den Ertrag Prügel verpassen. Hier, nimm dein Funkgerät. Wir gehen. Nein, Birdie. Wir müssen Birdie finden. Wen? Er hat die Infizierten weggelockt, als die mich da unten schnappen wollten. Ohne ihn wäre ich wie Kojak geendet. In deinem Zustand suchst du niemanden. Er ist doch nur ein Kind, Mann. Ich habe seiner Mutter versprochen, dass ich ihn zurückbringe. Verstehst du? Er hat diese Mistkerle abgelenkt, klar? Damit ich mir die Kristalle für den Basar schnappen konnte. Ich muss ihn finden. In deinem Zustand suchst du niemanden, Barney. Ohne ihn gehe ich nicht zurück. Wo finde ich ihn? Er war im Erdgeschoss, als diese Arschlöcher mich umzingelt haben. Dann sind die ihm durch die Seitentür nachgerannt. Okay, du bleibst hier und wartest auf mein Zeichen. Ich finde deinen Freund und hole dich dann. Kapiert? Beeilung! Blut. Muss von Birdie sein. Die Spur führt mich zu ihm. Noch nicht, aber er hat stark geblutet. Ich folge der Spur.
Wer bist du? Ich bin Aiden. Kannst du dich bewegen? Barney hat mich geschickt. Barney? Klar, der gute alte Barney. Er hat's rausgeschafft, oder? Er hat die Kristalle. Ja, hat er. Dank dir, Junge. Ich hab's geschafft. 3 Infizierte umgelegt. Hast du gesehen? Naja, 2 waren schon verwundet, aber... Also, heute ist mein Geburtstag. Und tust du mir einen Gefallen? Dort drüben. Siehst du? Mein Funkgerät. Ich muss jemanden anfunken. Hier, aber wir müssen schnell machen. Klar, klar. Ich muss nur... Hallo? Mama? Bist du da? Mama? Nathan? Bist du das? Was ist los? Wo bist du? Alles gut, Mama. Wir sind fast... Barney und ich müssen hier nur noch... Barney! Er hat mir versprochen, auf dich aufzupassen. Keine Angst, Mama. Hör zu. Wir haben die... Die Kristalle. Wir haben sie. Und ich habe 3. 3 Infizierte. Ich habe sie besiegt, Mama. Wir müssen los. Jetzt. Dann los! Raus da und komm zurück! Barney hat es versprochen! Ja, klar. Gleich. Wir sind bald zurück, Mama. Nathan? Was ist da los? Nathan? Nathan! Barney! Bist du da? Barney? Aiden, bist du da? Ja, ich versuche, deinen Bruder zu erreichen. Barney ist schon hier, gerade angekommen. Er, was? Aber er sollte doch... Hat dir nicht vertraut. Er dachte, du willst ihm die Kristalle abnehmen. Deshalb sollte ich nach seinem Freund suchen, damit er sich davonschleichen kann? So ist es nicht. Komm zurück zum Bazar. Ich erkläre dann alles. Verschwinden, bevor die Leute wütend werden. Jetzt geht's uns besser, oder? Kommt drauf an, oder? Veronica, der Typ war ein Arschloch. Als der an der Spitze der PKs war, waren die absolut unausstehlich. Das Ganze ist ziemlich einfach. Lukas ist Geschichte, alles ist besser für uns. Amen. Du hältst besser mal die Schnauze, Barney. Wo ist Sophie? Du schon wieder? Was machst du? Spinnst du mir nach? Verheimlichst du was? Du hast über den PK-Commander geredet, oder? Oh, da haben wir jemand ganz neugierig. Pass auf, wo du deine Nase reinsteckst, Pilger, oder sie fehlt bald. Dieser Flachwichser Lukas hat's verdient zu sterben. Das ist die Wahrheit. Barney, die Wahrheit ist, du bist ein Idiot und die Peacekeeper beschützen uns. Beschützen? Vor was? Wer hat unser Windrad besetzt? Die Peacekeeper! Wer hat die U-Bahn übernommen? Scheiß Lukas! Also die sollen sich doch hier alle verpissen, bevor es ihnen geht wie diesem gottverfluchten Commander. Du solltest doch auf mich warten. Auf dich warten im Garten. Planänderung. Schiss, dass ich hinter deinen Kristallen her bin, hä? Schiss? Vor dir? Dass ich nicht lache. Wir haben ja unsere eigenen Interessen, Pilger. Und die gehen dich gar nichts an. 2 deiner Leute sind für eure Interessen gestorben. Du hast Birdie nur benutzt, um mich abzulenken, oder? Du weißt einen Scheiß über mich und meine Leute, Arschloch. Birdie war wie ein Bruder für mich. Aus irgendeinem Grund will meine Schwester dich sehen. Also geh ihr auf den Nerv. Ah, nicht schon wieder, du Sch...
Wenn du glaubst, das hier tut weh, sprich euch weiter. Nette, ich verlasse den Basar heute nicht. Veronica. Frag mich nicht. Ich habe meine eigenen Probleme. Ich wünschte, ich wäre gegangen, als ich die Gelegenheit hatte.